Willkommen hier zu einem neuen Video von Selbstorientiert für Mediziner. Wir legen gleich los mit dem Video. Vorher noch der kleine Hinweis, das ist ein Zusammenschnitt aus dem ganzen Video. Das ganze Video folgt, nachdem ihr diesen Zusammenschnitt gesehen habt. Vielleicht interessiert euch das ja auch noch. Ansonsten bleibt einfach dran. Links zu allen Büchern sind wie immer in der Videobeschreibung. Ein bisschen Werbung in eigene Sachen. Und jetzt würde ich sagen, let's go, viel Spaß. Kommen wir dann zur Biologie. Bei der Biologie ist es so, dass es eher ein kleineres und ein einfacheres Fach ist. Meistens geht es nicht viel über das hinaus, was ihr auch schon in der Schule gelernt habt. Gerade wenn ihr ein LK hattet, also einen Leistungskurs in der Oberstufe, dann ist es so, dass ihr sehr viel Vorwissen haben werdet und dementsprechend die Biologie typischerweise sehr schnell und erfolgreich absolvieren könnt. Viele Zusammenhänge werden darüber hinaus auch in anderen Fächern nähergehend erklärt. Deswegen ist es nicht unbedingt notwendig, dass ihr jetzt hier große Fachbücher ranschleppt. Es ist immer so, die Profs werden euch in den ersten Vorlesungen sagen, diese Bücher gibt es alle und das gibt es und das gibt es. Seid euch sicher, vieles davon werdet ihr nicht brauchen. Große empfohlene Fachliteratur lohnt sich daher kaum und ist eher nicht ratsam, denn Professoren empfehlen das zwar, meistens sagen sie aber auch dabei, es ist eher sinnvoll, sich da zusammenfassende Bücher zu holen. Hier empfehlen wir wieder den Thieme-Endspurt in Biologie, der kostet 20 Euro, da ist eigentlich alles verlinkt und zusammengefasst, was ihr für euer Physikum braucht. Das ist ein kleines Buch, 80, 90 Seiten und damit werdet ihr alles haben, was ihr unbedingt wissen müsst, versteht die Zusammenhänge auch ganz gut und einzelne Sachen kann man sich immer noch auf YouTube oder im Internet zusammengucken. Falls ihr dann doch ein Buch braucht, wo ausgeschriebene Texte ganz viel nochmal erklären, dann ist vielleicht eher so ein Kurzlehrbuch wie das von Elsevier für 26 Euro sinnvoll. Mehr solltet ihr euch allerdings nicht holen. Viele Fachbücher werdet ihr davon nicht brauchen. Und damit ist jetzt das Video eigentlich vorbei. Wir haben für euch jetzt die wichtigsten Informationen rund um das Thema zusammengefasst, aber wir möchten euch noch mal ein wichtiges Video an dieses Video anhängen, damit ihr noch mal eine Gesamteinordnung in das Thema bekommt. Das heißt, für euch folgt jetzt noch mal ein inhaltlich relevantes Thema. Falls ihr daran auch interessiert seid, bleibt einfach dran und dann könnt ihr euch auch ein bisschen weiterbilden. Viel Spaß mit dem Video. Und damit würde ich sagen, kommen wir zu Chemie. Die Chemie ist typischerweise in den ersten Monaten immer so ein Angstfach bei vielen Medizinstudenten, beziehungsweise man denkt, da kommt schon viel für die spätere Biochemie. Es ist natürlich richtig, ihr werdet Grundlagen bilden, aber sie sind jetzt auch nicht übermäßig groß. Ihr habt natürlich da eine gewisse Verknüpfung zur Biochemie, aber die Chemie ist davon nochmal ein bisschen unabhängiger. Meistens ja auch nochmal wesentlich praktischer, weil das Praktikum eigentlich sehr viel Spaß macht. Ausführliches Lernen ist natürlich dennoch ratsam und in der Chemie funktioniert das auch eher über das Verstehen, als dass ihr stumpf etwas auswendig lernt. Also das schon mal ein wesentlicher Unterschied zur Biochemie. Zu ausführliche Fachbücher sind hier natürlich auch eher nicht ratsam. Das heißt, in den meisten Universitäten werdet ihr das nicht benötigen. Gerade fürs Physikum braucht ihr es auch sicherlich nicht. Hier ist es also wieder sinnvoll, kurze Lehrbücher zu nutzen. Das sind also the way to go. Die Empfehlung, die wir hier haben, ist wie immer der Endspurt-Skript, wobei das hier bei Chemien vielleicht nicht ganz so hilfreich ist. Wir tendieren eher zur Springer-Erste-Hilfe, Chemie und Physik für Mediziner. Also das sind tatsächlich dieses Buch, was wir euch empfehlen, denn das Schöne daran ist, dass dieses Buch dann tatsächlich auch für Physik geeignet ist und ihr dann pro Fach sozusagen 20 Euro zahlt. Das Chemie für Mediziner, der CEG, also von Elsevier, kostet 40 Euro, wird von vielen Chemieprofessoren empfohlen, ist aber meistens viel zu ausführlich, werdet ihr nicht komplett durcharbeiten können. Also falls ihr unbedingt etwas nachschlagen wollt, dann könnt ihr euch den kaufen. Ihr seid euch aber sicher, ihr werdet den nicht komplett durcharbeiten müssen, können und wollen. Also das zur Chemie. Und damit kommen wir auch schon zur Physik. Ein weiteres kleines Angstfach, weil viele denken, ich habe doch Mathe abgewählt, ich will Medizin machen und jetzt muss ich doch Physik. Das Coole ist, je nachdem, was für einen Professor ihr da habt, ist es so, dass ihr natürlich schon viele Grundlagen für die spätere Physiologie machen könnt, viel Praktisches machen könnt, coole Praktika haben werdet und dementsprechend seid euch sicher, dass Physik durchaus Spaß machen kann. Die Grundlagen werden hier gebildet, sind auch nicht übermäßig groß, aber ihr werdet schon erkennen, okay, das werde ich später in der Physiologie brauchen, das werde ich vielleicht sogar später in meinem Beruf brauchen. Und ausführliches Lernen ist hier natürlich ratsam und hier ist es so, dass wir ein komplettes Verständnis haben müsst. Natürlich, es gibt wenige Einheiten, die ihr beispielsweise einfach auswendig lernen müsst oder bestimmte Entstehungsgeschichten von verschiedenen Entdeckungen, aber im Grunde müsst ihr es einfach verstehen. Ihr müsst Formeln verstehen, ihr müsst verstehen, wie ihr die anwenden könnt und hier ist einfach
Übung sehr wichtig. Versucht einfach möglichst viel zu üben und dementsprechend dann euch dem Stoff so zu nähern. In den Klausuren ist es meistens so, dass ihr sehr viel rechnen müsst und das funktioniert meistens sogar ohne Taschenrechner. Also bereitet euch da gewissenhaft drauf vor, bereitet euch da so drauf vor, wie es dann auch in der Klausur tatsächlich laufen wird. Wir empfehlen hier wirklich diesen Springer Erste Hilfe Chemie und Physik für Mediziner. 40 € kostet das Ganze und ist wirklich sehr ausführlich für beide Fächer zusammen. Falls ihr da wieder ein separates Lehrbuch braucht, Thieme Endspurt Physik ist sicherlich nicht schlecht für 20 € oder auch die Physik für Mediziner von Springer für 33 €. Ist zwar meistens zu ausführlich, aber falls ihr ein separates Lernbuch braucht, dann ist das vielleicht der richtige Weg für euch, damit ihr da ein bisschen beruhigter rangehen könnt. Aber macht euch über Physik nicht einen zu großen Kopf, auch im Physikum. Später wird es keine allzu große Rolle nehmen, im Gegensatz zu anderen Fächern, die da ja deutlich größer sind. Und damit kommen wir auch schon zur letzten Folie, die wir hier für euch vorbereitet haben. Und ihr seht schon anhand der Wichtigkeit, dass wir Allgemeines und Zeugsatz ein bisschen zusammenfassen, ist, dass Zeugsatz eher ein kleinerer Teil ist. Ihr werdet vieles euch davon erschließen können. Typischerweise ist das im Physikum ja auch das Fach, wo die meisten Leute sehr viele Punkte holen, eher in die 90-95% gehen, teilweise sogar 100%. Und dementsprechend für Zeugsatz ist es eher nicht ratsam, eigene Bücher zu kaufen. Es gibt da einige von Thieme, die sehr ratsam sind, wenn ihr unbedingt etwas haben möchtet. Aber generell gilt da eher gesunder Menschenverstand. Versucht euch da einfach so anzunähern, wie ihr das auch von der Logik her tun würdet. Lest euch ein bisschen in die Theorien rein, schreibt ein bisschen in den Vorlesungen meinetwegen mit, aber es sollte reichen. Altfragen sind typischerweise für die Klausuren an den Universitäten gut, auch um da reinzukommen, vielleicht auf Amboss das Ganze einfach mal durchkreuzen. Da werdet ihr sehen, wie das in Zeugsatz funktioniert. Was wir als Empfehlung mitgeben wollen, ist, dass am Anfang es häufig sinnvoll ist, einen Einmalkauf zu machen. Der ist zwar teuer, langfristig lohnt sich das meistens allerdings. Denn ihr werdet von diesen Lernatlanten beispielsweise, die ihr von Thieme kauft oder von Sobotta kauft, langfristig profitieren. Die werdet ihr in den kommenden Semestern dann immer wieder benutzen, es sei denn, eure Universität ist rein Anatomie in einem Semester, aber die meisten Universitäten haben das ja gesplittet und dann ist es wirklich sinnvoll, das alles einmal zu kaufen und dann langfristig allerdings nicht mehr bezahlen zu müssen. Dementsprechend empfehlen wir euch, das insbesondere einmal am Anfang zu kaufen, um dann nicht langfristig immer mal wieder 20 oder 40 Euro zu bezahlen oder mal 90 Euro hier, 80 Euro da und da noch 20 Euro. Das ist, glaube ich, anstrengender, als wenn man einmal alles kauft und dann sozusagen top ausgerüstet ist. Insbesondere die Thieme-Produkte sind unserer Meinung nach so veranschaulich, dass Lernen Spaß macht und die Motivation hoch bleibt. Wir bekommen von Thieme kein Geld, allerdings sind das die Produkte, von denen wir mehr überzeugt sind. Dementsprechend können wir das natürlich auch so weitergeben. In letzter Konsequenz ist das natürlich hier Werbung für Thieme, aber wir wurden, wie gesagt, nicht bezahlt, haben etwas davon bekommen oder sonst was, sondern das ist einfach unsere objektive Meinung. Mit den beiden Produkten hat man eine komplette Übersicht über die Vorklinik, auch schon für das Physikum, inklusive Fächer wie Biochemie oder Physiologie. Welche beiden Produkte meinen wir? Das Endspurt-Paket und der Thieme Prometheus. Ihr seht es unten in den Empfehlungen in blau hervorgehoben. Es ist eine teure Anschaffung. Es kostet einmal 250 Euro für alle Endspurt-Pakete oder das ganze Endspurt-Paket mit allen Skripten und einmal der Prometheus für 220 Euro. Was im Prometheus drin ist, hatten wir euch schon erklärt. Beim Endspurt-Paket ist es so, dass ihr alle Skripte, die wir euch gerade dargestellt hatten, also 3 Anatomie-Skripte, ein Physik, ein Chemie, ein Biologie-Skript sowie ein Zeugsatz-Skript bekommt und zusätzlich bekommt ihr noch 3 Skripte für Biochemie und 3 Skripte für Physiologie. Das heißt, das sind wirklich alle Fächer, die ihr in der Vorklinik haben werdet und dementsprechend ist es ganz schön, dass da einmal alles zu finden ist und die Informationen, die ihr fürs Physikum brauchen werdet, alle da drin sind. Also, wenn ihr euch da vorbereiten wollt, dann ist sicherlich das sinnvoll, das schon mal langfristig zu haben. Dadurch werdet ihr natürlich weniger Kosten in den folgenden Semestern haben, habt aber eben einmal diese hohen Kosten von 470 Euro, fast 500 Euro, habt dann aber auch ganz schöne Plakate, zum Beispiel beim Prometheus dabei. Ansonsten, wie gesagt, schaut euch gerne auch nochmal die einzelnen Bücher an, wenn ihr nicht so viel Geld auf einmal ausgeben wollt, erstmal gucken wollt, wie euch das gefällt, schaut euch das gerne natürlich auch an und dann wünschen wir euch ganz viel Spaß dabei und hoffen, wir konnten euch mit dieser allgemeinen Ratgebung. Und wenn das so sein sollte, gebt uns gerne ein Like. Wir würden uns riesig freuen, wenn wir weiter mit euch den Kanal aufbauen können. Wir laden hier regelmäßig Videos rund um das Medizinstudium hoch. Nicht nur
allgemeine Videos wie jetzt das Bücher für den Semesterstart-Video, sondern auch viele Videos, die versuchen sollen, euch verschiedene Sachverhalte zu erklären. Dabei wünschen wir euch jetzt ganz viel Spaß. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir hoffen, wir sehen uns bald wieder. Lasst gerne ein Abo da, kommentiert gerne, falls ihr noch Fragen habt. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao.